Unser heutiger Deutsche Börse Capital Market Partner Webcast wird Ihnen einen besseren Einblick in den Patentdschungel geben. Insbesondere praktische Beispiele sollen Ihnen Handlungsmöglichkeiten zum Umgang mit Schutzrechten von Dritten aufzeigen. Und damit willkommen zu unserem Webcast unter dem Titel Sicher durch den Patentdschungel, Umgang mit Schutzrechten von Dritten. Im Namen der Deutschen Börse begrüße ich Sie herzlich. Mein Name ist Falko Weinert aus dem IPO and Growth Financing Team der Deutschen Börse AG. Ich werde Sie als Moderator durch den Webcast begleiten. Falls Sie Fragen an unsere Referenten haben, stellen Sie diese gerne jederzeit im Chat. Am Ende werden wir dann darauf eingehen. Und nun möchte ich unsere Experten begrüßen. Das sind von unserem Deutschen Börse Capital Market Partner Eisenführer Speiser. Hanna Grohe, sie ist Patentanwältin im Life Science Team von Eisenführ Speiser, sowie Sönke Schelz, Partner bei Eisenführ Speiser und Mitglied des Teams für Patentverletzungsverfahren. Und damit, liebe Frau Grohe, lieber Herr Schelz, darf ich das Wort an Sie übergeben. Super, ganz herzlichen Dank. In unserem heutigen Webcast soll es um eine Einführung in was sind eigentlich die Schutzrechte Dritter gehen und was mache ich denn, um meine Wettbewerber zu überwachen und was passiert dann, wenn man eventuell was Kritisches gefunden hat oder im schlimmsten Falle, wenn man sogar verklagt wird. Wir hoffen, dass wir heute einen kurzen Überblick schon mal über verschiedenste Themen geben können. Und ja, Fragen gerne einfach in den Chat, wenn irgendwas aufkommen sollte. Wir haben im Nachgang zu der Präsentation noch Zeit für Fragen. Im ersten Teil werde ich ein bisschen was zu Überwachungsstrategien, was für Schutzrechte gibt es überhaupt. Und im zweiten Teil wird Herr Schelz ein bisschen zu streitigen Verfahren und ja, was mache ich, wenn ich verklagt werde? Genau. So. Inhaltlich geht es jetzt heute um den Patentdschungel. Das werden wir anhand von fünf zentralen Fragen einmal ja, durchdeklinieren. Und zwar, wir fangen relativ ja, einfach an. Erstmal mit einer Einführung, was gibt es überhaupt für Schutzrechte, beziehungsweise was kann ich mir gewerblich überhaupt schützen lassen? Wo finde ich eventuell die Schutzrechte? Jetzt relativ einfach ohne direkt ein großes Patentüberwachungstool irgendwie kaufen zu müssen. Wie kann ich zum Beispiel eine Überwachung meiner Wettbewerber durchführen, auch ohne die gerade genannten Tools? Und dann geht es weiter mit Herrn Schelz, wie eben schon gesagt, was mache ich, wenn ich ein Schutzrecht gefunden habe und was passiert dann, wenn ich verklagt werde? So, kurze Einführung. Mit wem haben Sie es denn heute überhaupt zu tun? Das bin einmal ich, Hanna Grohe. Ich bin keine Juristin von der Ausbildung her, sondern eigentlich Naturwissenschaftlerin. Ich habe an der RWTH im Bachelor und im Master molekulare und angewandte Biotechnologie studiert. Anschließend habe ich zusätzlich noch in der Industrie gearbeitet als Prozessingenieurin, bevor ich dann meine Ausbildung bei Eisenführ Speiser angefangen habe. Zugelassene Patentin und Anwältin bin ich jetzt seit Anfang letzten Jahres und kümmere mich schwerpunktmäßig vor allen Dingen um Anmeldeverfahren, FTO-Recherchen und Analysen. Da geht es vor allen Dingen darum, kritische Schutzrechte Dritter zu identifizieren und Strategien zu entwickeln, wie man damit eventuell umgeht, sowie IP-Due Diligence-Prüfungen. Das heißt, wenn zum Beispiel in ein Startup investiert werden soll, wenn neuer Arbeitsbereich bzw. neuer Technologiebereich eingekauft werden soll. Sowas machen wir. Beratungen dazu, zum Beispiel, was muss rechtlich noch geregelt werden, wie ist das Unternehmen strategisch, IP-strategisch aufgestellt. Und im letzten Fall kümmere ich mich vor allen Dingen hauptberuflich um die Entwicklung von bestimmten IP-Strategien, entweder für Startups oder kleine Unternehmen. Und dann würde ich jetzt einmal an meinen Kollegen Herrn Schelz übergeben, der sich dann selber vorstellen darf. Danke, Hanna. Ja, guten Morgen auch von mir. Ich bin Rechtsanwalt im Patentrecht, schon seit mittlerweile 14 Jahren. Ich kümmere mich hauptsächlich darum,
was passiert, also wenn es schief geht, wenn man die Schutzrechte Dritter nicht beachtet oder auf Klägerseite, wenn man dann seine eigenen Schutzrechte mal durchsetzt. Ich mache sehr viele Patentverletzungsverfahren vor allen deutschen Gerichten, aber auch mittlerweile viele vor dem UPC, das ist ein neues internationales Gericht, dazu kommen wir später. Aber auch Nichtigkeits- und Einspruchsverfahren, das bedeutet, wenn man den Rechtsbestand dieser Schutzrechte angreift und sagt, sie hätten niemals erteilt werden dürfen. Und aus dieser Beratung in streitigen Verfahren resultiert auch so ein bisschen mein Wissen dann, was ich versuche, auch in die Beratung von Verträgen oder Kooperationen mit einfließen zu lassen. Da machen wir auch sehr, sehr viel Beratung in diesem Umfeld, Forschungs- und Entwicklungskooperationen, Lizenzverträge oder ähnliches. Ja, Hanna. Du kannst wieder. Super, dann geht's weiter mit dem ersten, was für Schutzrechte gibt es überhaupt? Genau. Und bevor es dahin geht, natürlich noch eine kleine Werbefolie, wie ich sie gerne nenne. Unsere Kanzlei Eisen für Speiser ist eine komplett auf IP fokussierte, also auf gewerblichen Rechtsschutz fokussierte Kanzlei. Wir haben insgesamt vier Standorte. Das ist einmal, ich sitze zum Beispiel in München, Herr Schell sitzt in Hamburg und dann haben wir noch einen Standort in Berlin und in Bremen. Da ist zum Beispiel auch unser Haupthaus. Die Kanzlei gibt es schon seit über 50 Jahren und das, was wir gerade angesprochen haben, wir machen Beratung, wir kümmern uns um die Anmeldeverfahren, wir kümmern uns darum, wenn es streitig wird oder wenn man zum Beispiel auch Beratung für zum Beispiel Vertragsgestaltungen braucht, mit Fokus auf gewerblichen Rechtsschutz. Wir sind ja über 280 Leute und 60 Patent- und Rechtsanwälte an den Standorten. Das heißt, für jede technische Fachrichtung ist eigentlich jemand dabei. Gut, was gibt es denn eigentlich überhaupt für Schutzrechte? Wahrscheinlich jeder hat schon mal von so einem Patent gehört. Schützt vor allen Dingen eine technische Erfindung. Es gibt neuen Produktschutz, es gibt Schutz für neue Verfahren oder wenn man zum Beispiel eine neue Verwendung von einem bekannten Stoff findet. Das bekannteste Beispiel ist da zum Beispiel Aspirin, was ja als Kopfschmerztablette eigentlich entwickelt wurde, aber irgendwann herausgefunden wurde, dass es auch blutverdünnend wirkt. Das wäre zum Beispiel so eine neue Verwendung. Die Laufzeit eines Patents sind maximal 20 Jahre. Für Arzneimittel und Pflanzenschutzmittel können noch plus maximal 5 Jahre rausgeholt werden. Das hat was mit den also mit der Zulassungsdauer von so einem Pflanzenschutzmittel oder einem Arzneimittel in Europa beziehungsweise für Deutschland dann zu tun. Dann gibt es quasi noch das Gebrauchsmuster oder wie es auch sehr oft genannt wird, das kleine Patent. Hat eine deutlich kürzere Laufzeit, das sind halt nur 10 Jahre. Hier haben wir die Besonderheit, dass ein Gebrauchsmuster nicht geprüft wird, sondern nur eingetragen wird. Das heißt, es macht es angreifbar für Dritte, wenn man eine Nichterfindung quasi anmeldet, war ursprünglich gedacht für kleinere Produktweiterentwicklungen, für die schnell Schutz gebraucht wird. Für Gebrauchsmuster kann man zum Beispiel keine Verfahren anmelden. Dann gibt es noch, das kennt wahrscheinlich auch jeder, so eine Marke. Ich kennzeichne damit eigentlich mein Unternehmen, beziehungsweise die Waren meines Unternehmens, damit man sie von anderen Unternehmen unterscheiden kann. Zum Beispiel Milka-Schokolade von einer Schokolade aus dem Lidl. Dann kennt man ganz klassisch diese lilane Farbe, der Milka-Schriftzug, das ist alles sehr, sehr bekannt. Hier haben wir erstmal keine fixe Laufzeit, sondern es geht darum, ob man seine Marke benutzt, ob man die Eintragung von so einer Marke verlängert. Genau, das ist ein ganz eigenes Gebiet für den Markenschutz. Für Designs, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Muster, irgendwelche besonderen Erscheinungsarten, zum Beispiel besonders schöne geschwungene Linien auf so einem Fendt-Trecker, sind zum Beispiel auch dem Designschutz zugänglich. Hier haben wir eine Laufzeit von maximal 25 Jahren und es geht
nicht primär darum, dass man halt was, beziehungsweise es geht gar nicht darum, dass man was Technisches schützt, sondern man schützt das äußere Erscheinungsbild von einem Produkt. Das können zum Beispiel Formen, das können Muster sein, kann zum Beispiel dieses LV-Zeichen auf so einem Louis Vuitton-Schal, das ist zum Beispiel so ein Designschutz oder auch zum Beispiel bestimmte Farbausgestaltungen. So. Dann haben wir nämlich noch das Urheberrecht. Das kennt man vielleicht von zum Beispiel Walt Disney oder irgendwelche alten Elvis-Songs, wo jetzt immer mal wieder in den Medien aufkommt, dass hierfür das Urheberrecht abgelaufen ist, dass man das dann benutzen kann. Das Urheberrecht ist auf jeden Fall deutlich länger ausgestaltet und es geht darum, der Urheber eines bestimmten Werks, das kann Kunst sein, das kann Musik sein, das kann irgendein Theaterstück, irgendeine Literatur etc. sein. Die Person hat dann einfach das Recht, dieses Werk zu vervielfältigen. Und dann haben wir noch das Letzte, was ich heute gerne vorstellen würde, das sind Geschäftsgeheimnisse. Wie der Name schon sagt, es sind Geheimnisse, das heißt, es ist Wissen, was nur einem Unternehmen einhergeht. Das klassische Beispiel ist da immer das Coca-Cola-Rezept. Und so ein Schutz für so ein Geschäftsgeheimnis ist erstmal unbefristet, aber es müssen natürlich auch Maßnahmen getroffen werden, zum Beispiel nur ein begrenzter Personenkreis, der Zugang zu den jeweiligen Informationen hat, damit diese Informationen geheim bleiben. So. Auf der nächsten Folie, genau, geht es darum, wo ich eventuell diese Schutzrechte finde. Wenn wir uns technische Schutzrechte angucken, zum Beispiel Patente oder Gebrauchsmuster, dann kann ich erst einmal über die Patentinformationszentren gehen. Gibt es in Deutschland an verschiedenen Orten, zum Beispiel in Jena, in Berlin, in München. Kann man einfach mal auf www.pizn.de nachschauen, was es da gibt. Natürlich hat jedes Patentamt auch Online-Datenbanken. Beim DPMA ist das dpma.de, beim EPA ist es epo.org, also die European Patent Organization. Bei der WIPO, also die für internationale Anmeldungen zuständig ist, gibt es auch PatentScope. Da kann man zum Beispiel auch chemische Strukturen suchen, wenn man zum Beispiel irgendwie eine neue Chemikalie entwickelt hat. Neben diesen öffentlich zugänglichen Datenbanken gibt es natürlich auch kommerzielle Datenbanken wie Derwent Innovation oder Questel. Ich persönlich nutze zum Beispiel Derwent für bestimmte Recherchen. Hier werden die Informationen, die es online bei den einzelnen Patentämtern gibt, zusammengefasst und nochmal zum Beispiel händisch nachbereitet. Da wird dann geguckt, keine Ahnung, ob alle Anmeldedaten etc. dazu stimmen. Was natürlich jetzt so seit ein paar Jahren auch auf den Markt kommt, sind KI-gestützte Tools. Das heißt, da liegt einfach ein Algorithmus hinter, der zum Beispiel semantisch sucht. Das heißt, man gibt ein Dokument, was eventuell kritisch sein könnte oder keine Ahnung, irgendeinen sprachlichen Befehl ein und sagt, ich hätte gerne alles, das was semantisch ähnlich dazu ist. So funktionieren zum Beispiel Octamine oder IP-Rally. Und dann werden je nach Ähnlichkeit werden dann solche Sachen ausgegeben. Dann gibt es natürlich auch noch private Rechercheure. Das heißt, ich sage einfach, okay, das und das brauche ich recherchiert und dann machen die das und dann kriegt man die Ergebnisse. Oder das Gleiche wie bei den privaten Rechercheuren kann man zum Beispiel auch vom Amt machen. So. Wenn man nicht technische Schutzrechte sucht, zum Beispiel Marken etc., geht das auch relativ einfach über das DPMA-Register. EU-Marken oder sowas gehen über eSearch sehr gut. Was ich tatsächlich relativ häufig verwende, ist der TM-View. Da gibt es eine sehr gute Übersicht auch über international registrierte Marken. Genau. Und die Frage ist jetzt, haben wir darüber gesprochen, warum, also beziehungsweise wie man eigentlich was sucht, aber die Frage ist, warum suche ich denn eigentlich? Und zwar, ich
bin als Inhaber eines Geschäfts dazu verpflichtet, mich zu erkundigen, ob es Schutzrechte Dritter gibt. Das heißt, wenn ich ein Patent von jemand Drittem verwende, indiziert das eigentlich immer mein Verschulden, auch wenn ich davon nichts wusste. Also so ein bisschen so Unwissenheitsschutz vor Strafe nicht. Ich muss mich danach erkundigen, ob es eventuell Schutzrechte Dritter gibt. Genau. Das heißt, warum mache ich eigentlich so eine Recherche? Ich versuche das Risiko zu vermindern, eventuell verklagt zu werden oder abgemahnt zu werden, weil ich ein Schutzrecht von einem Dritten nicht beachte. Das heißt, ich mache eine Recherche bedingt aber nie, dass ich komplett Risiko. Es geht immer darum, eine Risikominimierung zu betreiben und niemals eine komplette Risikovermeidung. So, wann mache ich denn zum Beispiel so eine Recherche? Also oft ist es so, wenn ich zum Beispiel eine Neuentwicklung mache, dass ich relativ, wenn so das Produkt einigermaßen schon fertig ist, gucke ich mir das Produkt an und gucke mir an, was das für Merkmale hat und dann mache ich daraufhin eine Recherche. Das Gleiche ist, wenn ich zum Beispiel etwas verbessere, dann weiß ich vielleicht schon, habe ich schon mal früher, als ich das neu entwickelt habe, eine Recherche gemacht, dann kann ich das zum Beispiel einfach updaten. Das Gleiche gilt zum Beispiel, wenn ich im Technologietransfer bin und mir jetzt zum Beispiel eine neue Technologie einlizenzieren möchte oder einkaufen will, dann schaue ich das auch nach oder es geht tatsächlich auch über Kooperationsverträge, dass da so eine Haftungsfreistellung garantiert wird. Recherchen sollten auch bei so IP-Due-Diligence-Prüfungen immer mit durchgeführt werden. Ich weiß, dass das in der Realität oft so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Das Thema FTO oder Freedom to Operate, das heißt Freiheit, das zu tun, was ich eigentlich machen möchte, ohne dass ich damit andere Patente verletze. Es geht hierbei vor allen Dingen um die Risikominimierung von eventuellen Ansprüchen Dritter an mich und beziehungsweise an mein Unternehmen. Genau. In größeren Unternehmen ist es oft, dass es so eine IP-Compliance-Richtlinie gibt. Das ist einfach, okay, wir verpflichten uns dazu, Patente zu beachten. Dann sollte man danach tatsächlich auch arbeiten. Genau. Wenn ich so eine Recherche durchführe, überlege ich mir erstmal, bis wann brauche ich das? So, morgen ist immer ein schlechter Zeitrahmen. Nächste Woche wird sportlich. So ein Monat bis 6 Wochen ist eigentlich immer ein ganz guter Zeitraum. Was möchte ich dafür eigentlich ausgeben? Habe ich interne Ressourcen, die ich verwenden kann? Habe ich ein bestimmtes Budget, was zum Beispiel zu IP oder gewerblichen Schutzrechten allokiert ist? Gibt es eventuell schon frühere Recherchen? Habe ich dazu, wie zum Beispiel, wenn ich so eine Entwicklung weiterentwickle, auf die ich zum Beispiel aufbauen kann? Und habe ich ähnliche Sachen, die schon mal entwickelt wurden und muss ich dann einfach nur neue Merkmale mir nochmal anschauen? Und die Frage aller Fragen, mache ich das selber? Also mache ich das in-house mit den zu mir zur verfügbaren Leuten oder source ich sowas aus? So, und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit des Wettbewerbermonitorings. Die meisten Unternehmen sind sich eigentlich sehr gut bewusst, in welchem Umfeld sie arbeiten. Das heißt, eigentlich sind auch immer die größten Wettbewerber bekannt, auf die ich dann besonders aufpassen muss, weil die zum Beispiel ähnliche Entwicklungen wie ich habe oder in einem ähnlichen Feld arbeiten. Das heißt, ich schaue mir an, eigentlich, was habe ich als Gegenstand, wo will ich zum Beispiel ein Produkt auf den Markt bringen, jetzt in Deutschland, in Europa, komplett, irgendwo auf der Welt. Ich mache eine Stichwortliste, ich schaue mir an, was es zum Beispiel für Synonyme für die Merkmale von mir gibt. Und schaue zum Beispiel, wenn ich weiß von einem Wettbewerber, dass immer der und der Erfinder beteiligt ist, dann kann ich mir zum Beispiel auch zielgerecht nach dem Erfinder suchen. So, dann kann man sich noch angucken, wenn ich was gefunden habe, sind darin zum Beispiel Sachen zitiert, Kreuzverweise auf irgendwelche anderen Sachen. Und danach schaue ich mir zum Beispiel an, wenn ich was gefunden habe, wie denn der Rechtsstand eventuell aussehen könnte.
Das hatten wir eben schon mal so ein bisschen. Bei der Überwachung kann ich natürlich auch immer auf kommerzielle Anbieter zurückgreifen. Zum Beispiel bei Derwent Innovation kann man sich jeden Monat so ein Alert ausgeben lassen, der einem dann immer zeigt, was zum Beispiel von einem Wettbewerber neu veröffentlicht wurde. Ich kann das natürlich auch händisch machen. Das ist wahrscheinlich günstiger, aber auch zeitaufwendiger. Und kann regelmäßig die öffentlich zugänglichen Register überprüfen oder überprüfen lassen. Wenn ich irgendwelche Publikationen von Wettbewerbern sehe und da drin steht, oh, wir haben ein neues, tolles, patentiertes Verfahren entwickelt oder hier ist ein Produkt zum Patent angemeldet, dann indiziert das auch immer, dass man eine Auskunftspflicht gegenüber der offenbarenden Person hat. Das heißt, praktisch, man schreibt dann eine E-Mail hin und sagt, ah, wir haben das gelesen, ihr schreibt da, das ist patentiert, dann sagt mir doch mal bitte die Patentnummer. Sowas zum Beispiel. Und was auch immer funktioniert, ist, wenn ich den Wettbewerb so überwache, zum Beispiel mit Google Alerts. So, jetzt mal so ein paar praktische Beispiele. Wie ist eigentlich so eine Überwachung aufgehängt? Oft wird es tatsächlich bei Forschung und Entwicklung gemacht, weil die Personen sind relativ nah immer dran an den neuesten Weiterentwicklungen und wissen, wie man zum Beispiel Sachen in technischen Termini aufschreibt. Wenn es um so nicht technische Schutzrechte geht wie Marken oder Designs, wird es auch tatsächlich oft im Marketing gemacht. Bei technischen Schutzrechten ist so ein direkter Kontakt zu den Entwicklern relativ wichtig, damit ich wichtige Merkmale von einer Entwicklung direkt abfragen kann und direkt zum Beispiel auch in meine Recherche mit einfließen lassen kann. Und für die Abfrage von möglichen Wettbewerbern zur Überwachung, das hatten wir eben schon, der Vertrieb kennt meistens genau die Leute, die auch noch in dem Feld aktiv sind. Und was auch sich oft anbietet, ist gerade wenn man irgendwie in einem sehr engen Feld, beziehungsweise mit Schutzrechten zugepflasterten Feld arbeitet, wie zum Beispiel jetzt als neuestes die Entwicklung von so Artificial Meat Produkten, dann kann man zum Beispiel so eine regelmäßige Überwachung auch als Teil von einem monatlich oder zweiwöchigen JourFix aufnehmen und einfach mit einem größeren Kreis so kritische Treffer diskutieren. Und jetzt haben wir in unserem JourFix tatsächlich etwas, was potenziell kritisch sein könnte. Und was mache ich jetzt? Ja, danke, Hanna. Willst du weiterschalten? Vielleicht ist es einfacher, bevor wir die Steuerung übergeben, wenn das nachher nicht funktioniert. Vielleicht noch ein Wort zu vorher. Das hört sich jetzt alles so ein bisschen unsexy an. Ich mache das alles, um Haftung zu verhindern und so weiter und so fort. Aber für die Unternehmen, für die wir das zum Beispiel machen, diese Überwachung von Wettbewerbern, da bringt das auch einen Wettbewerbsvorteil. Wenn ich genau weiß, was meine Wettbewerber im Moment gerade planen, in welche Richtung sie entwickeln, dann bringt mir das einen Riesenvorteil, weil ich weiß, wo der Trend hingeht für die nächsten Jahre. Man guckt zwar immer so ein bisschen in die Vergangenheit, weil Patente erst nach einer gewissen Zeit veröffentlicht werden, aber das hilft ungemein. Deswegen sollte man das jetzt hier alles ja auch nicht nur als Haftungsvermeidung und ich muss irgendwie Risiken verhindern, sondern auch als Chance sehen, wie man sein Unternehmen besser aufstellen kann in dem Bereich, auch im R&D-Bereich. Deswegen ist auch oft bei der R&D aufgehangen. Deswegen hier dieses Bild, was mache ich, wenn ich ein Schutzrecht gefunden habe? Erstmal weinen und schreien ist, glaube ich, nicht immer der richtige Weg. Übrigens, die Bilder, die wir eben gezeigt haben, sind hier alle von AI kreiert. Deswegen ist es, fliegen hier auch die Tränen falsch rum nach oben. Aber nein, ganz im Gegenteil. Es heißt nicht immer, dass ich da ein großes Risiko habe. Ich muss erstmal bestimmen, welches Risiko habe ich da. Und weil ich das Risiko kenne, ist das Risiko schon geringer. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Risiken, die man nicht kennt, sind groß, weil ich sie einfach nicht bestimmen kann. Wenn ich aber weiß, da ist ein gewisses Risiko und ich weiß, dass da was ist, dann kann ich auch damit umgehen und Maßnahmen entwickeln, um da gegenzusteuern. Vielleicht springst du einmal auf die nächste Seite. Super. Oh, eins zurück noch. Was ist überhaupt untersagt, wenn jetzt ich ein Beispiel von einem Patent, aber das ist bei Marken und Designs ähnlich. Jetzt beim Patent ist es so, wenn ich ein Erzeugnispatent habe, dann darf der Gegenstand, der dieser geschützt ist, nicht hergestellt werden, nicht angeboten werden, nicht in Verkehr gebracht werden, nicht gebraucht werden oder zu genannten Zwecken eingeführt oder besitzt werden. Also sehr, sehr weitreichender Schutz. Eigentlich fast alles. Also einführen, gebrauchen,
Anbieten. Anbieten ist da auch nicht so zu verstehen, dass ich nicht nur verboten ist, ein Angebot im rechtlichen Sinne zu machen. Also sagen, hier, das kostet 5 € und dann bezahlt es mir jetzt jemand, sondern schon allein die Werbung mit diesem Produkt würde als patentrechtliches Angebot gesehen. Das Gleiche gilt auch für Verfahren. Ich darf dann, wenn ein Verfahren geschützt ist, das dann nicht ausführen oder anbieten. Und zwar die gesamte Handelskette ist ja auch erfasst. Das bedeutet, nicht nur der Hersteller begeht eine Patentverletzung, sondern auch der Lieferant oder der Händler, der nachher dieses patentverletzende Produkt dann in seinem Regal hat. Auch der bietet es ja an, nämlich seinen Kunden. Und auch der wäre im Endeffekt in einigen Fällen dann zu belangen. Könntest du einmal zur nächsten Seite bitte? Ja, das mit der Steuerung ist manchmal ein bisschen schwierig. Ich hatte eben auch. Super, danke. Ich wollte einmal ganz kurz was sagen zum Aufbau von der Patentschrift, weil viele können sich unter Patenten vorstellen, dass es ein technisches Schutzrecht ist, aber wie ist so eine Patentschrift eigentlich aufgebaut? Da gibt es immer so ein Deckblatt, Titelblatt, da sind ganz viele Informationen drauf, insbesondere wann es angemeldet wurde und wer dieses Patent angemeldet hat. Dann kommt ein relativ langer Teil, wo die ganze Erfindung beschrieben wird, mit Bildern und so ähnlich. Und am Ende kommen die Patentansprüche. Und die Patentansprüche sind eigentlich das, was zählt. Weil die sind, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so eine Art Verbotsgesetz. Da steht eigentlich drin, was jedem verboten ist, der nicht Inhaber des Patents ist. Hier sehen wir mal einen Anspruch, der relativ einfach ist. Die haben so Nummern davor. Hier ist Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Der erste Anspruch liest sich, ich werde jetzt mal ganz kurz vorlesen, Vorrichtung zur Reinigung von Aquarienfenstern, insbesondere deren Innenseite umfassend und so weiter. Und nachher kommt so ein Teil dadurch gekennzeichnet, dass das Element, welches an der Innenseite des Aquariums positioniert ist, so konstruiert ist, dass das innere Element auf dem im Aquarium enthaltenen flüssigen Medium aufschwimmt, sobald die magnetische Kraft entfernt wird. Also zwei Magnete aneinander an der Scheibe und wenn ich das Äußere abziehe, schwimmt das Innere hoch. Ganz, ganz einfaches Patent. Das Patent, ehrlich gesagt, ist sozusagen auf Luft gerichtet, weil das Innere muss dann schwimmen und deswegen, das erreiche ich dadurch, dass ich im inneren Element Luft habe. Was ich aber damit zeigen will, ist erstens, wie prüfe ich ein Patent? Ich gucke mir die Patentansprüche an, da gibt es mehrere Patentansprüche. Danach gibt es ja noch einen zweiten, wo steht Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass da noch irgendwas dazukommt. Dann kommt das nächste, Vorrichtung bei Nummer 3, Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass und so weiter, da kommt noch was dazu. Was ganz wichtig ist, ich muss mir eigentlich nur Anspruch 1 angucken. Das machen viele falsch, die gucken sich mal das komplette Patent an. Ich muss mir nur den 1 angucken. Wieso? Weil der 1 der breiteste ist. Das ist der unabhängige Anspruch. Die anderen danach sind abhängig. Da steht ja immer Vorrichtung nach Anspruch 1. Das bedeutet, für Nummer 2 zum Beispiel müssen alle Merkmale, die in 1 beschrieben sind, vorliegen, plus das, was in 2 noch drinsteht. Das bedeutet wiederum, wenn ich schon 1 nicht verletze, weil ich davon gar nicht Gebrauch mache, mache ich von 2 erst recht keinen Gebrauch, weil da kommt ja nur was hinzu. Deswegen ist wichtig, dass man sich immer den breitesten Anspruch anguckt. Das können auch manchmal Anspruch 12 oder 14 sein, die unabhängig sind. Das erkennt man immer daran, dass die nicht auf einen anderen Anspruch verweisen. Und vielleicht, Hanna, kannst du eine Seite weitermachen, dann kann ich einmal auch so ein bisschen, ganz, ganz grob, wie verstehe ich überhaupt so ein Patent? Also ich gucke mir diesen Anspruch an und lese mir jetzt erstmal durch, was steht da überhaupt drin? Und da sind ganz, ganz verschiedene Merkmale. Auto muss grün sein, ein Lenkrad haben und Türen haben. Und alle diese Merkmale des Patentanspruchs 1 müssen erfüllt sein. Also wenn das Auto anstatt grün gelb ist, wird es nicht mehr der Patentanspruch 1 wortsinngemäß verletzen. Das heißt, ich muss mir den Anspruch 1 angucken und wirklich alle Merkmale durchgucken und gucken, ob alle Merkmale erfüllt sind, nur dann ist das Patent verletzt. Und wie prüfe ich denn, ob alle Merkmale verletzt sind? Das bedeutet, ich muss das Patent erstmal auslegen. Dabei ist der Wortsinn des Patentanspruchs maßgeblich. Es hört sich so ein bisschen schwierig an, aber im Endeffekt ist es relativ einfach. Es geht nicht darum, was eigentlich, also man startet beim Patentanspruch bei dem Wortlaut, was da drin steht. Wenn da drin steht Schraube, dann ist erstmal, gehe ich von einer Schraube aus.
Wenn aber in der gesamten Beschreibung steht, unter Schraube ist auch ein Nagel zu verstehen, dann ist auch ein Nagel unter dem Begriff Schraube im Sinne dieses Patents zu fassen. Das ist jetzt ein bisschen abstruses Beispiel, aber wenn ich zum Beispiel Verbindung habe und ich im Patentanspruch, es soll eine Verbindung da sein und ich habe in der Beschreibung stehen, es kann eine lösbare oder eine feste Verbindung sein, dann wäre beides davon erfasst. Genauso könnte aber auch die Beschreibung da in andere Richtung gehen. Also der Patentanspruch hat immer Vorrang, das, was da drin steht, aber ich lege es aus anhand der gesamten Patentschrift und die Patentschrift ist sozusagen sein eigenes Lexikon und erklärt mir die Begriffe, die da im Patentanspruch drin stehen. Nicht maßgeblich, und das machen auch viele falsch, ist die Ausgestaltung des Erzeugnisses, was der Wettbewerber da auf dem Markt hat. Also Apple zum Beispiel, wenn die ein Patent haben, gucke ich mir nicht an, wie das Apple-Produkt aussieht. Das ist vollkommen egal. Wirklich, auch wenn das nicht darunter fällt unter den Patentanspruch, wer könnte das Patent einen anderen Schutz am Anfang haben? Auch nicht, was der was der Erfinder eigentlich gewollt hat. Natürlich versucht man zu ermitteln, was der Fachmann dieser Patentschrift entnimmt, aber was er subjektiv der Erfinder eigentlich wollte, kann manchmal leider von dem abweichen, was nachher eigentlich im Patent geschützt ist. Das Erteilungsverfahren, also der Weg hin zu dem Patent, wo der Prüfer das Ganze prüft und vielleicht Dokumente findet, die schon vorher bekannt waren und sagt, so breit kriegst du das Patent nicht erteilt und dann schränkt man sich immer weiter ein. Das ist auch kein Auslegungsmerkmal. Selbst wenn ich da gesagt habe im Erteilungsverfahren, ja, ich möchte eigentlich das und das nicht schützen, sondern lieber das, ist das in Deutschland zumindest in den meisten Fällen kein Auslegungsmerkmal. Lange Rede, kurzer Sinn. Was ist maßgeblich? Der Patentanspruch. Dann die eigentlich wichtigste Weichenstellung. Wenn ich ein Schutzrecht, jetzt ein Patent gefunden habe, die erste wirklich wichtige Frage ist das noch in der Anmeldung oder ist das schon erteilt? Das entscheidet maßgeblich wirklich fast alles. Weil, wenn es ein erteiltes Patent ist, muss ich es befolgen. Wenn es eine Patentanmeldung ist und noch nicht erteilt ist, kann es sein, dass die niemals erteilt wird. Und in diesem Stadium kann es sein, dass ich niemals dieses Patent verletze. Es kann auch noch enger werden oder ähnliches. Und danach richten sich natürlich auch andere Handlungsanweisungen an mich selbst. Wenn ich ein erteiltes Patent habe, muss ich dafür Vorkehrungen treffen, dass ich es nicht verletze. Bei einer Patentanmeldung ist es vielleicht ein anderer Weg, zu dem wir jetzt kommen. Wie erkenne ich es? Auf der Patentschrift selber, aber auch wenn man danach sucht, da gibt es immer dieses EP, das steht für europäisches Patent. Es gibt auch DE, das steht für deutsches Patent. Und dann gibt es eine Nummer und am Ende kommt zum Buchstaben B1 oder A1. B1 bedeutet, das ist ein erteiltes Patent. A1 würde bedeuten, es ist eine Anmeldung. Also A für Anmeldung, B für erteilt. Ich weiß auch nicht, wieso das B heißt. Vielleicht, Hanna, weißt du es, die B-Schrift, wofür das steht. Aber so ist die Regel, nach der man sich richten kann. Wenn ein B hinter der Nummer steht, aufpassen. Wenn ein A dahinter steht, muss ich was anderes beachten. Ich glaube, es heißt nur B, weil es der nächste Buchstabe im Alphabet war. Wahrscheinlich, ja. Was mache ich, wenn es eine Patentanmeldung ist? Also ich habe jetzt eine Patentanmeldung gefunden. Dann würde sich ja vielleicht anbieten, dass ich dieses Patent, wenn es relevant ist, überwache. Also guck, was wird überhaupt aus dem Patent? Wird das irgendwann mal erteilt? Oder wird es vielleicht vom Prüfer als nicht erfinderisch angesehen und niemals erteilt werden? Deswegen kann man für Patente, die dann relevant sind, eine Überwachung einrichten und über diese Patente informiert werden, jedes Mal, wenn sich etwas ändert bei dem Patent. Und das kann man auch automatisch, das kann man auch selber machen. Bei einem Europäischen Patentamt kann man das einrichten und das Patent in Überwachung aufnehmen. Man kann aber auch eine Kanzlei beauftragen, die das macht oder ähnliches. Also das ist das Erste, was man machen sollte, wenn da etwas ist, was potenziell gefährlich sein könnte, überwache ich es erstmal, gucke ich es mir an. Zweite Sache, wenn es relevant ist, könnte ich ja auch einmal gucken, ob dieses Patent überhaupt erteilt werden dürfte. Ich kann also eine Recherche nach Stand der Technik durchführen. Also etwas, was es vorher schon gab. Alle Dokumente, die schon vorher veröffentlicht wurden, stellen Stand der Technik dar. Und bei Patenten ist es so, wenn es was vorher schon mal gab, dann darf
dieses Patent nicht erteilt werden, also wenn es die Erfindung schon vorher gemacht wurde. Die Recherche nach dem Stand der Technik kann man selber durchführen. Das ist aber in meisten Fällen sehr unergiebig. Man kann da, wie gesagt, wie Hanna schon gesagt hat, man kann das beim Schweizer Amt machen oder bei anderen Ämtern wie dem skandinavischen Patentamt oder man kann auch Private damit beauftragen. Wenn ich da jetzt was gefunden habe, was vielleicht das Patent kaputt machen könnte, jetzt umgangssprachlich, dann stellt sich die nächste Frage, möchte ich vielleicht eine sogenannte Einwendung Dritter machen? Hört sich sehr, sehr kompliziert an. Was steckt dahinter? Ich kann während des Erteilungsverfahrens schon mal dem Prüfer, obwohl ich nicht das selbst Anmelder dieses Patents bin, zum Beispiel Stand der Technik geben und sagen, guck mal, beachte den doch mal, vielleicht ist der ja relevant. Ich kann ihm aber auch auf formelle Mängel hinweisen bei dem Patent. Und da ist vielleicht eine ganz wichtige strategische Überlegung, wenn ich Stand der Technik einreiche über so eine Einwendung Dritter, habe ich sehr wenig Einfluss darauf. Der Prüfer macht dann weiter. Ich bin in diesem Anmeldeverfahren nicht beteiligt. Ich gebe dem nur etwas und wirf ihm das sozusagen vor die Füße und der muss dann damit weitergehen. Und der Anmelder kann natürlich dazu auch Stellung nehmen, sodass ich aufpassen muss, wenn ich da sehr guten Stand der Technik habe, dass ich den nicht verbrenne in dem Sinne, dass ich dem hinwerfe und der Prüfer erteilt es dann nachher trotzdem. Und dann kann ich mich später schlechter auf diesen Stand der Technik berufen und sagen, das Patent hätte nie erteilt werden dürfen, weil es ja schon beachtet wurde bei der Erteilung. Deswegen empfiehlt es sich in vielen Fällen, wenn ich so eine Einwendung Dritter mache, die hauptsächlich auf formelle Mängel zu stützen, wie mangelnde Klarheit des Patents oder dass das Patent über die ursprüngliche Anmeldung hinausgeht, sogenannte unzulässige Erweiterung. Das führt nämlich dazu, dass der Prüfer trotzdem etwas prüft und ich das Anmeldeverfahren vielleicht verlängern, die Erteilung verhindern kann, aber ich keinen Stand der Technik, den ich habe, in dem Sinne verbrenne und nicht mehr später so gut nutzen kann. Die letzte Möglichkeit ist eine ganz naheliegende. Ich kann und sollte mir überlegen, muss oder kann ich eine Umgehungslösung erarbeiten. Und das hängt so ein bisschen davon ab, in welchem Stadium sich das ganze Schutzrecht befindet. Wenn das gerade erst angemeldet und veröffentlicht wurde, dann dauert es meistens noch relativ lange, bis es dann erteilt wird. Und meistens ist das Patent ganz, ganz breit, wenn ich es anmelde. Ich versuche es möglichst breiten Schutz zu bekommen. Und dann findet der Prüfer ganz viele Stand der Technik-Dokumente und ich sage, oh, das Beispiel, ich habe ein Auto, möchte ein Auto schützen mit Lenkrad, rot, gelb, grün, ist das Lenkrad, also drei Farben, das ist jetzt nicht technisch, aber nur damit es einfach ist. Und jetzt findet der Prüfer ein Dokument, was ein gelbes Lenkrad schützt. Dann sage ich, oh, okay, gelb möchte ich jetzt doch nicht mehr, dann nehme ich grün und rot. Also ich schränke dieses Patent immer weiter ein im Laufe des Prüfungsverfahrens. Das bedeutet aber auch, dass ich erst am Ende des Prüfungsverfahrens meistens sehr gut absehen kann, wo geht dann überhaupt die Reise hin, welchen Schutzumfang, so nennen wir das immer, wird nachher erteilt. Das bedeutet wiederum, dass für meine Umgehungslösung, wenn das Patent noch ganz am Anfang steht, ich Schwierigkeiten wahrscheinlich habe, das Patent zu umgehen, weil es noch ganz, ganz breit ist und ich noch gar nicht weiß, was nachher am Ende rauskommt. Wenn es aber nachher schon am Ende ganz, ganz eng ist, finde ich wahrscheinlich auch einen Weg dran vorbei. So, bei erteilten Patenten ist das einfacher. Jetzt sind wir schon einen Schritt weiter. Ich habe kein angemeldetes, sondern ein erteiltes Patent. Da weiß ich ja, wie der Schutzumfang ist. Da ist es geprüft und erteilt. Da ist das A und O, um mich hier wie Popeye so ein bisschen aufzuplustern und Kraft zu sammeln, dass ich Informationen einhole. Informationen sind hier wirklich das absolute Essentielle, um da weiterzukommen. In welchen Ländern steht das Patent überhaupt in Kraft? Wie ist der Schutzumfang? Das habe ich ja eben gesagt, wie man das bestimmt. Da würde ich sogar immer eigentlich empfehlen, dass man jemanden fragt, der sich damit auskennt, also einen Rechtsanwalt, der in diesem Bereich tätig ist. Und wie lange ist noch die Laufzeit? Welchen Stand der Technik wurde im Erteilungsverfahren geprüft? Alle diese Informationen geben mir Informationen darüber, erstens, wie breit oder eng ist dieses Schutzrecht? Zweitens, hätte es überhaupt erteilt werden dürfen oder nicht? Und drittens, wie lange muss ich mich an dieses Schutzrecht halten? Und viertens, in welchen Ländern muss ich mich dran halten? Und nur wenn ich das weiß, kann ich auch eine Strategie entwickeln, die mir hilft. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass es nur in Malta erteilt das Patent, stört es mich vielleicht gar nicht.
Wenn ich weiß aber, dass es in Deutschland erteilt ist, ich bin aber in Deutschland ein deutsches Unternehmen, dann wird es mich schon stören. Wenn die Laufzeit nur noch ein Jahr ist, ich mit meinem Produkt aber in einem Jahr erst auf den Markt kommen will, stört mich das Patent vielleicht gar nicht. Daran sieht man, dass die Informationen hier das A und O sind, um zu entscheiden, wie ich weitergehe. Dann das nächste, wäre es möglich, das Patent zu umgehen? Was würde es kosten? Und wenn nein, dann stellen sich wiederum Fragen, was mache ich jetzt? Ich komme zum Schluss, da gibt es ein Patent, das ist ein Problem. Ja, das Erste, was ich anbiete, ist wiederum eine Recherche nach Stand der Technik, um vielleicht dieses Patent, ich sage es immer umgangssprachlich, kaputt zu machen, aber um das Patent widerrufen zu lassen. Da gibt es mehrere verschiedene Sachen. Es gibt einmal eine Nichtigkeitsklage, sogenannte, und einen Einspruch. Den Einspruch kann man nur 9 Monate nach Veröffentlichung der Erteilung machen und den Nichtigkeitsklage in Deutschland zumindest erst danach. Der Einspruch hat viele Vorteile, weil ich da das Patent so ein bisschen, kann man sich vorstellen, beim Löwenzahn an der Wurzel, die rausziehe. Also der ist komplett dann tot. Beim Nichtigkeitsklage muss ich das, weil es zum Beispiel beim europäischen Patent in einzelne Länder zerfällt, in jedem Land den Löwenzahn sozusagen rausziehen. Also das eine macht es an der Wurzel und das andere muss ich nachher die einzelnen, vielleicht ist es besser die Analogie, an die einzelnen Blätter rausrupfen sozusagen, sodass der Einspruch einige Vorteile hat, wenn es den noch gibt. Kommt. Die Steuerung dauert noch ein bisschen, das kommt. Ja, was passiert, wenn ich verklagt werde? Die meisten Leute haben sehr viel Angst davor und es ist auch in Deutschland so, dass es auch überall so, dass ein Klageverfahren jetzt bestimmt nicht schön ist, was man gegen sich hat. Die erste Weichenstellung ist da mittlerweile, nationales Gericht oder UPC oder Einheitsgericht. Ich möchte hier nicht zu viel drüber reden, weil das ein Thema für sich wäre. Nur so viel, es gibt in Deutschland nationale Patente, es gibt auch europäische Patente, die wie nationale Patente zu behandeln sind, also in jedem Land zerfallen, in jedes Land und dann in jedem Land gesondert durchgesetzt werden müssen. Und neuerdings, seit Juni letzten Jahres, gibt es sogenanntes Einheitspatent, also ein Patent, was ich dann in 17 Mitgliedstaaten in einem Verfahren durchsetzen kann. Und danach ist eine Weichenstellung A, nationales Gericht oder UPC. Das UPC hat Vorteile, wie gesagt, dass ich in einem Verfahren, einem Gerichtsverfahren einen Titel vielleicht kriege für 17 Länder und in 17 Ländern jemand anderes untersagen kann. Das ist aber genau spiegelbildlich dann bei der Frage, wenn das Patent nicht rechtsbeständig ist, also nicht hätte erteilt werden dürfen, dann kann es auch in allen 17 Ländern auf einmal angegriffen werden. Nämlich mit einem Verfahren kann es in 17 Ländern erlöschen. Löschen. Das ist bei nationalen Verfahren nicht so. Da ist es, wenn es ich es in allen Ländern einzeln durchsetzen muss für die Verletzung, muss ich auch in allen Ländern einzeln zerstören, dieses Patent. Was kann überhaupt von mir verlangt werden? Weil das ist, glaube ich, wichtig, um zu verstehen, wieso wir hier so viel Wert drauf legen, dass man von vornherein mit den Schutzrechten Dritter gut umgeht, die überwacht und die im Hinterkopf hat. Es kann passieren, dass ich zur Unterlassung verurteilt werde. Das ist in Deutschland das schärfste Schwert. Das bedeutet, ich darf dieses Produkt, was das Patent verletzt, nicht mehr anbieten, gebrauchen, in Verkehr bringen, diese ganzen langen und verschiedenen Handlungen, die ich eben gesagt habe. Und das ist eine sehr, sehr heftige Sanktion, vor allem wenn ich ein deutsches Unternehmen bin. Weil wenn das Patent in Deutschland besteht, dürfte ich noch nicht mal aus Deutschland heraus das Produkt ins Ausland anbieten, auch wenn da kein Patentschutz besteht. Das bedeutet faktisch, ich kann dieses Produkt nicht mehr verkaufen. Zusätzlich kommen Auskunft, Schadensersatz, Rückruf, Vernichtung, also ganzes Bündel an Rechtsmitteln, die dagegen mich geltend gemacht werden können. Und deswegen ist es umso wichtiger, sich im Vorfeld zu überlegen, wie kann ich dieses Patent zum Beispiel umgehen oder eine andere Entwicklung machen oder kann ich das Patent vielleicht aus dem Weg räumen. Es dauert ein wenig hier. Vielleicht kann ich schon zur Kommt. nächsten Folie was So. sagen. Ich wollte einmal ganz kurz damit man so ein bisschen weiß, wie lange dauert sowas überhaupt, wenn ich verklagt werde, von dem Zeitpunkt, wo die Klage eingereicht wird, bis ich unterlassen muss. Was ist da überhaupt zu erwarten? Hier mal ganz grob, 14 Monate
mal plus minus ein, zwei Monate. Damit kann man rechnen von Einreichung der Klageschrift bis zu einem Urteil, erstinstanzlichen Urteil, was mich zur Unterlassung verpflichtet und was vorläufig vollstreckbar wäre. Also relativ schnell in Deutschland. Wenn jemand ein Verfahren gegen mich einleitet, dann habe ich 14 Monate sozusagen, kann ich das Produkt noch vertreiben, danach, wenn im schlimmsten Fall nicht mehr. Wenn ich da mich gegen dieses Patent wehre und so eine sogenannte Nichtigkeitsklage einreiche, also sage, dieses Patent hätte nie erteilt werden dürfen, muss ich das bei einem anderen Gericht machen, wenn das ein nationales Patent ist oder ein klassisches europäisches Patent. Und dieses Verfahren dauert viel, viel länger. Vielleicht gehst du einmal auf die nächste Seite, dann sieht man, wie lang es dauert. Wir rechnen im Moment mit Nichtigkeitsverfahren von mündlicher Verhandlung so nach 24 Monaten und Urteil so nach 28. Das ist jetzt wirklich ganz grob. Es kann mal schneller, kann mal aber auch deutlich länger dauern. Daran sieht man, meine Verteidigung gegen das Schutzrecht dauert länger als der Angriff aus dem Schutzrecht. Was es wiederum ganz, ganz wichtig macht, dass ich frühzeitig weiß, dass da ein Risiko besteht und vielleicht meine Verteidigung schon früher einleite, also schon früher die Nichtigkeitsklage einreiche oder andere Schritte unternehme, damit es gar nicht so weit kommt. Ich glaube, im Sinne, oh, da war noch ein ganz kurzes Slide. Das will ich einmal wirklich zwei Sätze dazu. Das ist der Instanzenzug für nationale Verfahren. Man startet beim Landgericht, dann Oberlandesgericht, dann BGH. Und für das Nichtigkeitsverfahren startet man beim anderen Gericht, wie gesagt. Also da geht es um die Frage, hätte das Patent erteilt werden dürfen? Da startet man beim Bundespatentgericht und kommt dann auch zum BGH. Also am Ende läuft es beim BGH zusammen, aber vorher startet es bei unterschiedlichen Gerichten. Das ist der Zeitstrahl für dieses UPC-Verfahren, das ganz neue, also dieses Verfahren nochmal, wo ich mit einem Verfahren in 17 Ländern einen Unterlassungstitel erwirken kann. Dieses Verfahren ist deutlich, deutlich straffer, weil in diesem Verfahren auch die Frage geklärt wird, ob das Patent hätte erteilt werden dürfen oder nicht, wenn der Gegner eine sogenannte Wiederklage hebt. Alles relativ kompliziert, aber man sieht hier, dass man das, was ich vorher in diesem Zeitstrahl hatte, also den Verletzungszeitstrahl und den ganz langen Nichtigkeitszeitstrahl, jetzt alles zusammengepackt wird in ein Verfahren und dieses Verfahren insgesamt nur 13,5 Monate dauert, was dazu führt, dass ich viel, viel weniger Zeit habe, mich zu verteidigen. Man sieht hier diese Fristen immer 1 Monat, 3 Monate, 7 Monate, 9 Monate. Das ist das, was man als Beklagter hat, um zu reagieren. Vom Staat einmal abgerechnet. Also ich habe teilweise nur 2 Monate Zeit, um wieder einen neuen Schriftsatz zu schreiben und da was weiterzumachen. Das klingt zwar viel, aber es ist wirklich in der Praxis extrem kurze Zeit, was es wiederum sehr notwendig macht, dass ich mich frühzeitig mit Schutzrechten Dritter beschäftige. Da ist auch der Instanzenzug deutlich kürzer. Lokalkammer ist der Eingangsinstanz und Berufungsgericht, Court of Appeal ist dann die zweite Instanz. Damit wären wir schon durch. Wir wären auch, glaube ich, ganz gut in der Zeit, sodass wir noch einige Fragen beantworten können, gerne, wenn Fragen sind. Damit erstmal vielen Dank an Sie beide für den spannenden Vortrag bis hierhin. Und ganz genau, damit kommen wir gern direkt zu den ersten Fragen. Vielleicht zuerst an Frau Grucho. Wann sollte man eine Recherche in-house durchführen aus Ihrer Sicht oder outsourcen? Und was sind hiervon die Vorteile oder auch Nachteile? Das kommt tatsächlich sehr auf die Kapazitäten an. Kapazitäten nicht nur personell, sondern auch finanziell. Das heißt, wenn ich entweder, also für Outsourcing wäre zum Beispiel, wenn ich möglichst schnell ein Ergebnis brauche oder aber auch keine personellen Verfügbarkeiten habe für so eine oder Rechercheaffinität oder eine dedizierte Person für solche Tätigkeiten, dann sollte man das tatsächlich outsourcen. Wenn ich wirklich für eine Neuentwicklung relativ rasch, so in so einem Monatszeitrahmen, eine Recherche brauche. In-house durchführen würde ich tatsächlich immer so regelmäßige Überwachungen, wenn ich eher so ein,
ja, ein Wettbewerbermonitoring mache, was zum Beispiel bei R&D aufgehängt ist, vielleicht bei einer zuständigen Person, die es einfach im Rahmen ihrer üblichen Tätigkeit mitmacht. Das heißt, im Endeffekt größere Projekte, die auch, wie wir eben hatten, also viel mit Haftungsfreistellung zu tun hat oder sich nochmal absichern vor neuer Produkteinführung, würde ich tatsächlich outsourcen. Vielleicht auch noch eine Kanzlei mit einbeziehen, die direkt auch eine rechtliche Würdigung von eventuell gefundenen Treffern machen kann. Das kann auch sehr gut im Dialog tatsächlich funktionieren. Das heißt, man kann auch erst recherchieren lassen. Dann mit dem, was wir eben gelernt haben, wie lese ich eigentlich so einen Patentanspruch, vielleicht von der R&D-Abteilung einfach auswerten lassen und dann für die Endbewertung nochmal vielleicht eine Kanzlei hinzuziehen. Das Gleiche ist bei regelmäßigen Inhouse-Überwachungen. Ich schaue mir an, was hochkommt. Gibt es an R&D, die lesen die Patentansprüche, schätzen schon mal ein, ob das eventuell kritisch sein könnte und dann kann zum Beispiel für besonders kritische Schutzrechte dann noch eine Kanzlei hinzugezogen werden können. Vielen Dank. Die nächste Frage an Sie, Herr Schelz. Gibt es neben den gezeigten Gerichtsverfahren noch weitere Risiken? Also wenn ich Schutzrechte Dritter unbefugt nutze, zum Beispiel Eilverfahren oder ähnliches, und wie kann ich mich hiervor idealerweise schützen? Ja, gute Frage. Es gibt die Gerichtsverfahren, das sind sogenannte, was wir nennen, sagen Hauptsacheverfahren. Es gibt daneben auch wirklich diese Eilverfahren, das sind einstweilige Verfügungen. Das heißt, jemand kann im schlimmsten Fall, ohne dass ich als Beklagter überhaupt angehört werde, innerhalb von teilweise einem Tag einen Unterlassungstitel gegen mich erwirken, wenn es dringlich ist. Also wenn er das Produkt erst seit einem Monat kennt, das ist immer so die Daumenregel. Nach einem Monat, da ist die Dringlichkeitsfrist vorbei, dann kann er nur noch dieses normale Verfahren machen, aber davor kann man auch so ein Eilverfahren machen. Und ein Eilverfahren ist natürlich deswegen besonders risikoreich, weil ich nicht gehört werde und auf einmal dann unterlassen muss, nach einem Tag, nicht nach diesen 14 Monaten. Wie kann ich mich dagegen wehren? Da kommt wieder das ins Spiel, was wir schon die ganze Zeit gesagt haben. Wenn ich weiß, dass da Schutzrechte existieren, die ich vielleicht verletzen könnte, kann ich überlegen, ob ich gegen diese Schutzrechte oder für diese Schutzrechte eine sogenannte Schutzschrift einreiche. Das bedeutet, ich vermute, dass ein Wettbewerber gegen mich etwas machen will in so einem Eilverfahren. Deswegen reiche ich meine ganzen Argumente, die ich dagegen habe. Patent ist nicht verletzt, ist nicht rechtsbeständig, ähnliches, schon mal bei Gericht ein, sodass selbst wenn der versucht, ohne dass ich angehört werde, einen Titel gegen mich zu erwirken, das Gericht schon die Argumente kennt. Und so eine Schutzschrift kann man online einreichen, sodass sie allen Gerichten vorliegt. Und wenn das Gericht dann mit diesem Patent beschäftigt ist, dann guckt es in so ein Register und dann poppen meine Argumente hoch. Man muss da bloß sehr, sehr vorsichtig sein, weil das auch zum Gegenteil führen kann, wenn meine Argumente nicht gut sind. Dann führt das dazu, dass diese einstweilige Verfügung, so nennt man das, noch wahrscheinlicher erlassen wird. Weil das Gericht sagt, ja, jetzt haben wir den ja schon angehört und der hat nichts zu sagen. Einfach gesagt. Und deswegen erlasse ich das dann auch gerade ohne eine mündliche Verhandlung. Besten Dank. Eine letzte Frage, die ich gerne selber ganz kurz aufgreifen möchte, ist, ob es die Unterlagen im Nachgang gibt, beziehungsweise ob wir die Aufzeichnung zur Verfügung stellen. Das machen wir wie gewohnt. Also die Capital Market Partner Webcast werden immer aufgezeichnet. Das heißt, alle Zuhörer bekommen da den Link im Nachgang geschickt und auch die Präsentation. Und ich bin mir sicher, Frau Kuro, Herr Schelz, wenn da noch Fragen kommen im Nachgang von den Zuhörern, dann kann man sich da ganz sicher an Sie vertrauensvoll wenden. Sehr Und gerne. sehr Gerne. gut, Das war ja sehr heute gut. auch nur ein grober Überblick über ein sehr, sehr komplexes Thema. Absolut, absolut. Und wir sind, gutes Stichwort, Überblick, denn wir sind am Ende der Zeit auch schon angekommen. Und damit, ja, vielen Dank nochmal insbesondere an Sie, Frau Grieber, Herr Schelz, für den spannenden Einblick, den Sie uns da heute gegeben haben. Und natürlich auch nochmal besten Dank an alle Zuhörer dafür, dass Sie heute dabei waren. Genau. Vielen Dank auch Dankeschön. unsererseits und noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.